besser sein. So, jetzt haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit. Lass uns einfach ins nächste Level gehen. Kann auch sein, dass ich den Laser von dir gar nicht sehe. Ach ja, der Smart Shop wird jetzt lustig, ne? Ich hoffe, wir kriegen keinen Game Crash. Ich hoffe es auch. Der erste, der den Gegner findet und Geld spawnt, gewinnt, oder wie? Leeching Scavenger. Ja, weiter! Okay, ich hab einen riesigen. Oh ja, yes, ich hab so viele Eisshards im Kopf. Scheiße. Oh Gott, das sind so viele Eisshards. Ich krieg so viel Geld. Wir dürfen keine Items mehr holen. Ich glaube, das wird zu heftig, ey. Ich glaube, das wird zu heftig. Wir müssen auf jeden Fall ins letzte Level. Ich will es nicht riskieren. Bist du eigentlich, Mann? Ich bin links, ich bin auf dem Weg zu dir. Du bist ein fliegender Eisball der Schönheit. Ja. Ich will aber auch noch Eis. Du bist ein Wichser, du hast ihn zuerst genommen. Ich wollte Eis sein. Ich nehme dann machen wir es nochmal. Oh, scheiße. Das ganze Geld! Überladener Magma-Wurm. Wo? Ja, in mich rein. Yeah! Oh, ich muss aus dem raus, sonst fängt es an ewig zu laggen. Oh, ein Portal! Ein Portal! Ich bin Sonic oder was? Wo fühle ich mich gerade? You're the Iceman. Wir können eigentlich auch zum Endboss gehen. Scheiß drauf. Merk schon, gell? Zum scheiß Teleporter-Event. Ich brauch dich ja nicht angreifen. Ich kann stehen bleiben. Das ist scheißegal. Wenn du mit der Crowbar draufholtest, dann kommen noch deine Dinger, deine scheiß Tourists dazu. Guck mal, siehst du die pinken Bälle da? Die pinken Lilanen? Ja. Das sind alles deine Spirit Balls, ne? Eigentlich wäre jetzt schon noch geil, das Ding upzugraden, aber wenn es halt nicht geht, ist doch egal. Die Turbine. Ja doch, ein paar Mal kann man. Ich lass mich nur was suchen, wo man das spawnen kann. Ja. Das ist perfekt, das spawnt alles auf einen Slot. Ich hoffe, es bei dir spawnt auch runter. Yep. Jo. Okay, gut. Jetzt müssen wir kurz warten, weil meine Raketen gerade abgehen. Hast gemerkt, oder? Du bist eindeutig die Turret. Wenn du das so mit drin spawnt, dann höre ich ein lautes Bing. Das ganze Geld! Ganze Geld, ey. Du sagst es, ich hab schon 1,6 Millionen. Und es kommt mehr. Ich hab auch 1,6. Das ist halt ewig hardcore. Meine blauen Dinger killen die ganze Zeit irgendwelche Gegner. Der Vagrant ist tot. Dann sind wieder lila Dinger gespawnt. Achtung, das fliegt dann rein. Oh nein, so weit kommt er gar nicht. Problem ist ja. Wenn ein Vieh stirbt, weißt du, wie viel von den scheiß lila Kugeln da rauskommen? Ja, wahrscheinlich haben wir so um die 40, 50 Stück. Okay, wir machen es so. Ich will nochmal Zeremoniemesser, ich will gar keine Turbine. Das ist keine Turbine, aber ich will Zeremoniemesser, alles klar. Es kann schaden. Noch mehr Smart Shopper. Aber dann, wenn wir das schon machen, dann machen wir aber Hardcore. Ja, denn schon. Zum Glück sind diese Spirit Bolt Dinger so billig vom Aussehen her, sind ja echt nur einfarbige Punkte. Wenn es jetzt so wie die Raketen werden, die wir noch die Farbe ändern und sowas, dann ist glaube ich noch mal ein bisschen heftiger vom Load. Das Vagrant. Achtung, da kommt eine Rakete rein. Wir sterben, Vagrant. Oh. Da oben ist doch einer. So, jetzt machen wir erstmal. Wart, bis dein Eis weg ist. Mein Eis, oh, das geht eigentlich. Find's sehr schön. Okay, warte noch. Ich hab noch viele FPS, da kann man noch was machen. Es ist halt jetzt nur noch eine Station, weißt du? Nicht mehr zwei. Mhm. Also eigentlich immer.
hab schon 2 Millionen. Okay, hau rein. Fucking hell. Ich lass mich gleich reinfallen, spüre den Lag. Ja, ich fällt. Von 45 auf 2. Ja, 4. Runter und rechts, gell, was? Nur das. Ja, ich sehe den Smart Shopper. Also, ich habe den Cursor schon mal besser unter Kontrolle wie gestern. Ja, oder? Und es ist heftiger wie gestern. So, mein Freund. Okay, naja, es ist nicht ganz so heftig wie gestern. Jetzt muss ich erstmal aus dem Ding raus. Gestern war es eigentlich theoretisch noch heftiger. Wegen den Raketen halt. Also auch rein. 34, also bist auf jeden Fall über 34 mit den Dingern. Spring mal. Okay. Wie viel hast du? 34. 34, perfekt. Reicht das? Das reicht auf jeden Fall. Hallo. Warte mal, wie viel Geld ich krieg. Zu viel. 221. Alter. Okay, gehen wir jetzt. Angezeigt Smart Shopper 272. Bei mir wäre bloß 221 angezeigt. Aber. Doch. Ey. Wow. Das war gerade ewig schnell. Sind die FPS wieder hoch. So, warte. Jetzt will ich noch. Crowbar will ich jetzt noch hardcore stacken. Noch 2-3 Mal. Okay. Jo. Ich lasse diesmal meine FPS bis 25 runtergehen. Mach nicht zu hart, sonst kriegen wir wieder einen Game Crash. Okay, hau rein. Und spüre den Lag. Müssen wir ja schreien fallen lassen, bevor ich überhaupt auswählen darf. Crowbar geht ja ewig. Crowbar, ne, nur 2 runter. Ah, Crowbar war bloß 2 runter. Leicht gesagt. Okay, so jetzt bin ich 2 runter. Jetzt sag ich mal, wie? Ich kapiere es noch nicht. Manchmal kriege ich Geld dazu und manchmal kriege ich Geld abgezogen. Vielleicht ist es random, eine Chance. Da schmeiß aus dem Stapel raus. Und dann rein. I am an angel. Von 410 Crowbars gehen wir auf 19 Dio Strands, okay. Wo ist meine Crowbar? 861, da geht noch mehr. Ich habe 1004 Gasolin. Da geht noch mehr, da geht noch viel mehr. Spawn die überhaupt da unten drin? Ja. Was waren Double Gläser? Was haben wir aufgemacht? Double Lens Glasses, das sind. Was haben wir aufgemacht, wo es das rausgab? Der Ding. Behemoth war das. 316. Ja, normalerweise ist nach 14 schon 100% Crit aus, ne? Es sei denn, es gibt einen Crit, was ich jetzt nicht hoffe. Das ist das Game richtig hardcore. Mal schauen, wie viel FPS ich habe. Okay, hau rein. Achtung, viele Lag. Einer.
so einfach. Was ist MS? Was ist MS? Das, was über drüber steht, über den FPS. Millisekunden. Wo steht es bei dir? Gerade über den FPS, ich glaube, das ist mein Ping. Meinst du unten rechts? Mhm. Okay, ja, das ist dein Ping, ja. Ich habe eine FPS-Anzeige von Steam. Bisschen genauer. Wo hast du die? Steam Overlay. Ich zeig dir nachher, wo du es einschalten kannst. Geht es in jedem Spiel drin, oder wie? Ja, jedes Spiel mit Steam Overlay. Boom, 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 boom. Einmal noch. Und dann bin ich zufrieden. Und dann ist mir ganz scheiße doch. Ich hab den Scheißerknopf aufgehoben, ich spawn grad. Willst du mich verarschen? Ja, will ich. Ich will dich verarschen, aber wenn ich verarsche dich. Wenn du den ganzen Scheiß gespawnt hast, machen wir erstmal ganz kurz Scheiß Breakdown, bevor ich den Scheißtrick aufmache. Ich mach mal kurz Pause. Ich hab 8 FPS, hat den gerade Ping von 1000. Ist bei dir die Schrift schon weg von den Items? Nein. Nein, okay, dann warte ich jetzt kurz. Wie viel Uhr hast du auf deiner Zeit? 112,50. Ich bin eine fucking Minute hinter dir her. Das finde ich irgendwie cool. Bei mir werden die Kisten nicht mal mehr angezeigt, dass du sie spawnst. Das ist in Ordnung, finde ich. Kommt jetzt drauf an, ob ich sie überhaupt aufmache. Jetzt warten wir mal kurz 30 Ingame-Sekunden, damit die User-Items mal weggehen. Die sind echt furchtbar scheiße, ey. Lass mal beide ganz kurz von diesem Ort weggehen und dann nochmal herkommen. Das verschwindet nicht. Das nein, ich will meinen Charakter weg, damit ich auf die Ingame-Zeit vielleicht komme, weißt du? Schieß mal. Was für Ingame-Zeit hast du? 113,15. Ach, 7. Da bist du noch ein paar Sekunden hinterher, oder? Ja. Mach bei mir großen Bullshit, Land, bleib unbedingt mit drin, bevor du jetzt gleich da reinsprichst und der Lag wieder anfängt. Sag, wenn ich kann. Okay, ein paar Mal muss ich noch spawnen. Hau rein. Feel the lag. Ein FPS. Ich glaube, strikt gesprochen, das ist 0,5 oder sowas. Ah, doch, jetzt geht's besser. Drück ich mal B. Ping von 1921. Ich finde es interessant, wie. Wie der Traffic von dem Spiel ist, also das was das an Daten generiert, die noch gesendet werden, wie das da nicht abkratzt. Das müsste ja mega viel werden durch die ganzen Kisten und alles. Bei mir, die spawnen ja die Kisten gar nicht. Noch das ganze Item, was ich aufnehme, die spawnt nicht. Okay. Das ist ja gerade das Problem. Ich habe alle Items auf einem Mini-Fleck. Gerade noch an der Auswahl. Das ist ein harter Kampf. Wenn ich meinen Geldschein angucke, dann fühle ich mich wie so ein Cheater. Mit der Cheat Engine. Was für Geldschein hast du? Ja, 2 Millionen. Ja, ich habe nur noch 1 Million. Aber das sieht so unrealistisch aus. Hier ist eine Kiste für 50. Haha. Ne? Da sind wir schon bei dem Preis drüber hinweg. So, jetzt habe ich es richtig. Oh, siehst du eine Kiste für 50? Nein. Aber früher, weißt du? So, ja. Am Anfang so vom Level. Ja, du konntest vorhin auch nicht die eine kaufen. Vorhin ist eine lange Zeit her. Yo, ich hätte gerne mal das Item. Ich glaube, ich hab's ausgewählt. Ja, der Bildschirm wird langsam heller. Jetzt machst du gleich Boom.
Da haben wir jetzt Boom. Jetzt muss ich da raus. Das waren ein paar viele mehr Items als letztes Mal. 1, 2, 4, 3 Crawbars. Und Dio's Friends sind gerade hochgeschossen wie sonst was. So, ich habe jetzt 1811 Crawbars. Das heißt, zu viel Schaden auf einmal, die ich extra mache. Okay. Also, wenn du willst, können wir aber ins letzte Level. Ich kann mich nicht bewegen. Ich habe einen Pick von 1900. Bei mir kommen jetzt erst die weißen Fahne raus. Der will mir doch einen FPS von 1. Versuche halt nicht zu laufen. Jetzt sagt mir, du hast alles aufgenommen. Also ich hab jetzt wieder 40 FPS. Ab 6. 7. Dann warte ich noch. Sag's, wenn du wieder gut ist, dann aktiviere ich das Portal. Und dann gehen wir ins Letzte, oder? Das wird nicht mehr besser. Aktivier. Okay. Jetzt mache ich noch mein finales Level. Oh ja, yes, wie viel XP. Ich habe ein Level-Up gemacht. Ich habe gar keine XP gekriegt. Ich mache, glaube ich, nochmal ein Level-Up. Welches Level bist du? Jetzt bin ich 28. Ich habe hier zwei Warbanner. Das muss ich jetzt noch gucken. Ich springe jetzt nach links und ich hoffe, dass ich das Ende der Warbanner finde. Bevor das Level wechselt. Ich nehme an, bei dir kommt... Verdammt! Das Level gewechselt. Schade. Oh. Ach ja, das meine ich mit Laser. Guck mal. What the fuck? Hardcore, ne? So schnell bin ich ja nicht mal ich. Ja, ich hab ja noch mehr Attack Speed. Aber es geht auf jeden Fall mehr. Lol, hier oben ist schon ein Ding. Eine rote Kiste. Da nehme ich mir jetzt raus. Mal schauen. Ich will. Noch mehr Rockets. Nein, fick dich. Lass es. Ich bin der Ball der Zerstörung. Verbeugt euch. Ich brauche Meister. Zu viel Geld. Du hast zu viel Eis. Fliegen zu viel lila den Kugeln hier in der Gegend. Lila und Kugeln machen mir gerade mehr Sorgen, ja. Das werden nämlich immer mehr, je mehr Gegner. 380 dauerhaft Damage. Boom. Wir müssen Gas geben und es verpissen. Glaub, aber dein Eis. Zu viele Kugeln. Also von diesen Spirit Bolts. Wenn die nicht verpuffen, bevor der nächste Gegner spawnt, haben wir ein Problem. Dann bewegen wir uns. Ich aktiviere gleich die nächsten beiden. Was? Du bist schon durch? Bei mir jetzt geht's noch 5 Sekunden, bevor die Tür aufgeht. Warte mich doch. Scheiße, ich glaube, das hat echt zu viele Spirit Points. Ich habe da nur noch einen dicken lilanen Streifen, der jetzt hier über die Map geht. Scheiße, scheiße. Es gibt schöne Statistik später. Ich weiß, was schlimmer ist. Mhm. Ich krieg noch für jeden gekillten Gegner ein Ghost. Ja gut, das ist nicht so schlimm. So, meine erste Tür geht auf. Läuft bei dir noch nicht der Timer für die zweite? Doch, doch. Da wo ich durch bin? Da ist aber nicht im Boss spawnen, bis bei mir, bis ich im Raum bin. Und bis sich die Scheiße mal so ein bisschen beruhigt hat. Ich sehe schon lange nicht mehr nebenbei. Ich? Nee. Ich bin ja auch hier bei dem Endgame-Ding da. Ja, ich bin noch in den Lagerräumen. Kann auch runterfallen. Ich bin jetzt gleich beim Boss. Oh, ich krieg jetzt erstmal Geld. Und zwar richtig Hardcore-Geld. Krieg ich jetzt erst dein Geld? Nee, ich. Vorhin habe ich schon Geld gekriegt, aber jetzt krieg ich gerade richtig viel. Geldschein hat sich gerade verdoppelt. Ich habe zwar das letzte Ding angemacht. Hier bin ich. Ich habe 50 FPS. 50. Interessant. Wieso? Ich habe
6, 8, 9. Hey, ich hab's Ding noch aktiviert. Ah, 18 Sekunden noch. Cool, die Tür ist noch nicht offen. Noch nicht, kann ich durch. Nö. Deswegen sag ich ja, muss schon am Ende warten. Na, am besten am besten ballerst du nicht rum, damit du nicht irgendwelche Sachen kaputt kriegst. Aber durch die hier läuft doch durch. Nein, das ist ja lag. Ich kann noch nicht durch. Bei mir läufst du hier bis hier rüber. Stehe ich bei dir hier? Ja, ja, das funktioniert. Hä, hey, warum gehen bei mir die Dinge auf und bei dir nicht? Ja, weil bei dir Spiel schneller läuft. Hallo? Wie gesagt, ich habe nur 9 FPS, wahrscheinlich weil ich Host bin. Ich hör mal auf mit Gegner zu killen. Es kommt so viel Geld. Ehrlich gesagt, ich find's sehr interessant, dass das Spiel noch nicht gecrashed ist. Auch, also gar nicht. Also ich sag mal, es ist gar nicht so schlecht optimiert. Nö. So, jetzt ist die erste Tür offen. Und die zweite braucht noch ein bisschen. Aber meine FPS kriegen sich langsam ein. Ich hab noch eine Turret gekauft. Da oben sind noch mehr Turrets. Nee, das reicht. Ich nehme nur auf, was auf dem Weg ist. Fucking 2 Millionen Geld. Von den Eisdingern habe ich glaube ich 92. So, dann gehen wir mal in den Raum rein. Warte aber noch. Du musst aktivieren, aktivier du. Ja, ja, ich warte erst. Ich warte erst, bis ich alles ein. Okay. Aber ich will erst draufhauen, gell? Sag das dein Turret. Ich habe one-hitted. Bam! Super massive AU Damage. Babam! Ich muss nachher auf dem Endscreen gucken, wie viel Schaden ich in einem Schlag ausgeteilt habe. Können wir? Ja. Schnellster Endboss ever. Also, die Turbine lässt sich noch stacken. Ja, die lässt sich stacken, aber wie gesagt, machst einen Schlag und dann muss sich dieser Kreis erst aufschaden und dann schießt er. Lass mich mal sehen. Den Endscreen, das Endding noch angucken, gell? Ja, das geht meistens recht schnell vorbei. Bei mir. So, jetzt kommen die Credits. Kommen wir auch. Nein, die sind bei mir wie lang? Ah, ne, jetzt, ja. So. Man kann, du kannst sie scrollen, gell? Die waren früher war das bei mir immer ganz schnell. Wie konnte ich die scrollen? Dreh mal runter. Das geht bei mir nicht. Bei mir geht das. Vielleicht, weil ich das schon 10.000 Mal durchgespielt habe. So, jetzt Endscreen. Erstmal neuer Rekord. Okay, ich habe. Was gibt bei dir? Goldrekord. 10 Millionen. 10 Millionen. Ich habe 10 Millionen 900k. Ich bin Level 28 gewesen, war neuer Rekord. 23. Ich habe 11.302 Sachen eingekauft und 6.500 Items genommen. Ja, du hast das meiste. Ich habe nur 2.844. Ja, gut. Damage, wo gibt's den Damage? So, Item Log. Pevo, hast du den Damage gesehen? Damage muss, was ich immer am Ende in der Statistik. Ich muss mal kurz was gucken. Score and Unlock Pevo. Ah. Ah, das hat's. Das ist mir egal. Wo ist denn das eine Ding? Status, oder? Meiner? Nein, warte, mein Kommando, mein Handy. Chef. Hab ich das schon? Komisch. Okay, Monster Lock habe ich auch. Ich habe meinen letzten Monster Lock gedroppt. Das heißt, ich habe jetzt einen kompletten Monster Lock. So, jetzt. Nee, mir fehlen noch 3 Gegner. Ich weiß zwar nicht, was für welche, aber Stats, egal. Stats. Schnellster Bosskill 0-1, also eine Sekunde. Höchster Schaden, den ich ausgeteilt habe, in einem Schlag. Was glaubst du? Was? 3 Millionen? 4.516.630. Scheiße, du bist ein Stück besser wie ich. Ein Stück? Alter, das ist so viel Schaden. 3.566.286. Alter, du kriegst
die eine Challenge, damit du dieses Meteor-Item freischaltest. Use-Item ist in einem Hit 5000 Schaden machen, ne? 3 Millionen, Mann. 4 Millionen. Longest Wind Streak on Shrines. Ja, die Glocken. Wie viel hast du? 9. Ja, hab ich auch. Longest Lost Streak, also wie oft verkackt? 5. Hab ich auch. Largest Multikill, was hast du da? 24. Ja, hab ich auch. Das war wahrscheinlich noch vom Spielstamm, wo ich kopiere, glaube ich. Kann bestimmt sein. Highest Item Stack habe ich jetzt bei 1811. Und höchster Drone Count ist 28. Und das ist schon mal ein neuer Rekord. Ich hatte schon mal mehr Drohnen. Als diese Runde. Ja. Favorite Use Item. Das stimmt aber nicht. Ich habe das Enigma viel öfter benutzt, beziehungsweise die Captain's Blooch. Ich glaube, das hat gar nicht gezählt. Für uns beide gezählt. Weißt du, vielleicht für uns beide. Vielleicht. Weil das habe ich sehr oft eingesetzt. Time spent ancient. 6:22. Ja, ja. 6:22, um den Kratz abzukriegen. Jetzt muss ich nur noch ein paar. Guck hier. Achievement mit dem Loader. Kill the overloading Magma Worm. Habe ich da diese Runde bestimmt 7-8 gekillt. Total Gold Collected. Wie viel hast du da? Ah, hier links. 15.559.000. 13 Millionen. Was, wie viel, was, wie groß ist deine Distanz? Die du gelaufen bist, gerade unten drunter? 1,6 Mantorns pro Marathon. 1,6. Ja. Ich habe 7,5. Wie viele was ist das? Monster-Kills? Ja, wie Distanz, wie weit du gelaufen bist. Ja, ich bin ja teilweise auch stehen geblieben oder nur ganz kurz links und rechts. Boss-Kills. Boss-Kills? 1566. Okay, ich habe fast 1700. Und wie viele Monster-Kills hast du? 27.000. Total Time Played, was hast du da? 2261. Okay, ich habe 200 Minuten mehr als du gespielt. Achievements, alles unlocked. Nee, da fehlen noch. Blätter mal weiter. Ah ja, da sind noch Pikes. Den Kommando, wo ich den dritten Teleporter ohne getroffen zu werden muss, noch machen. Das mit dem Handy, dass du 25 Minuten über 70% HP bist. Ich glaube, da gehe ich einfach AFK nach dem Teleport-Event. Schon. Aber das eben Loader, Kill the Overloading Magma Worm, das hat's bei mir nicht gezählt. Keine Ahnung, muss mal gucken, vielleicht glitcht das Achievement. Ah, mit dem Engineer muss ich noch einen Boss innerhalb von 15 Sekunden. Ja, das habe ich schon. Das war sehr easy.